Frau Vizepräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wieder einmal steht ein Arbeitsmarktprogramm auf der Tagesordnung. Nachdem wir uns 2 Jahre mehrfach mit der Bürgerarbeit beschäftigt haben, geht es nun um den Kommunalkombi. Wie Sie wissen, stehen wir Liberale derartigen Programmen äußerst skeptisch gegenüber. Die vielfältigen Gründe dafür haben wir auch wiederholt vorgetragen. Die Gefahr der Entstehung eines grauen Arbeitsmarktes mit Beschäftigungsgesellschaften, die letztendlich nur von Subventionen leben. Die Verdrängung der auf dem Arbeitsmarkt tätigen Unternehmen. Sowie drittens der Widerspruch zwischen dem avisierten Stellenabbau im öffentlichen Dienst auf der einen Seite und der gleichzeitigen Schaffung des neuen öffentlichen Sektors über derartige Programme. Ich will auf diese und weitere Gründe, die generell gegen eine aktive Arbeitsmarktpolitik sprechen, nicht weiter eingehen. Wir haben uns alle schon des Öfteren darüber ausgetauscht. Bemerkenswerterweise hat jedoch bislang keine der vielen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu einem spürbaren und nachhaltigen Rückgang der Arbeitslosigkeit beigetragen. Das behaupten Sie, Herr Tullner. Sehr geehrte Damen und Herren, Ziel des Kommunalkombi ist es laut der entsprechenden Richtlinie des Bundes, zitiere, die Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen durch Förderung von befristeten Beschäftigungen. Das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass wieder einmal nur an den Symptomen herumgedoktert wird. Diese erheblichen Arbeitsmarktprobleme, sprich der hohe Anteil an Langzeitarbeitslosen, haben eine ganz einfache Ursache. Die beschäftigungsfeindliche Politik in Deutschland. Hohe Steuern und Abgaben, eine überbordende Bürokratie, ein unflexibler Arbeitsmarkt und ein starrer Kündigungsschutz verhindern, dass viele Menschen einen Arbeitsplatz finden. Hier und genau hier muss der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit angesetzt werden. Teure Arbeitsmarktprogramme helfen nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, als Landespolitiker Geld des Bundes ausschlagen zu wollen, bedarf einer besonderen Begründung. Hier gebe ich meine und die der FDP-Fraktion. Im Rahmen des Kommunalkombi gibt nicht nur der Bund Gelder für eine Maßnahme aus, die aus ordnungspolitischer Sicht abzulehnen ist. Das Programm zwingt zudem auch die Kommunen bzw. das Land, sich an diesem fragwürdigen Projekt finanziell zu beteiligen. Wir Liberale lehnen deshalb den Kommunalkombi in Gänze ab. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass wir auch den vorliegenden Antrag der Linken ablehnen, denn er läuft auf eine Ausweitung dieses Programms hinaus. Das können und das wollen wir nicht verantworten. Danke.